Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Detroit Become Human. Wir haben das Zimmer von Todd aufgeräumt und haben ein, zwei Sachen gefunden, die ziemlich interessant sind, wie zum Beispiel eine Waffe und Antidepressivum. Ich glaube, kombiniert mit diesen Drogen, die wir unten im Wäschepulver gefunden haben, naja, könnte das noch zu einem Problem werden. Oh. Okay, optionale Aufnahmen, Aufgaben, putze das Badezimmer. Will ich da jetzt rein? Das stinkt doch bestimmt. Immer seine Scheiße weggemacht. Hier draußen sehen wir schon die Baustelle. Oder haben wir die Baustelle gesehen? So, was haben wir hier? Das ist das Badezimmer, okay. Andere war wohl nur die Toilette. So, putze das Badezimmer. Das machen wir doch. Nichts lieber als das. So, verstaue dreckige Kleidung. So. Und wische den Boden. Kann ich hier noch irgendwas anschauen? Uns zum Beispiel. Das sind wir, die gute Kara, der Haushalts-Android von Todd und Alice. Beiden sind wir noch ein kleines Rätsel. Besser gesagt eher Alice als Todd. So, wir benutzen mal den Wischmopp. So. Oh, ich bin wieder zärtlich zu meinem Controller. Kann ich aufhören? Ja. Das ging schnell. Okay. Gut. Boden gewischt. Badezimmer abgeschlossen. Juhu. Okay, dann wollen wir doch mal rüber zu Alice gucken, was die da so Schönes macht. Hey, Kleine. Hat sie Angst vor uns? Dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Okay, Alice hat scheinbar Angst vor uns und hat sich dann eine süße kleine Höhle gebaut. Okay, wir lüften mal das Fenster. L2. Okay, eine Aktion freigeschaltet. So. Haben wir hier ein Buch? Alice im Wunderland. Alice im Wunderland. Oh. Natürlich. Okay. Oh, wie cool. Seht ihr das, wie sie über das Buch rübersteigt? Finde ich ziemlich cool und das sieht mir irgendwie nicht so aus wie ein Kinderzimmer. Also, mache ich denn jetzt ins Bett? Okay. War so gar nicht geplant. Aber wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, nur ein gutes Bett, nur ein gemachtes Bett ist ein gutes Bett. So, rede mit Alice. Ja, das mache ich gleich. Hier hat sie sich auf jeden Fall kreativ ausgelebt an der Wand. Gut, ich glaube, das macht ja auch nicht mehr viel aus. Du liest wohl gerne. Ja, scheinbar ja. Okay, was haben wir hier noch? Nehmen. Oh, verschlossen. Auch gut, wenn der Alice hier noch in dem Raum ist und das mit anguckt. Einfach mal in ihren Sachen rumwühlen. Okay, wir reden mal mit Alice. Hey, Kleiner. Na? Freundlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Mein Name ist Kara. Mein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Wirkt still interessiert. Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr. Auf die Mutter will ich nicht eingehen. Ich glaube, das ist so. Du bist sehr still. Hab keine Angst vor mir. Oh, haben wir was Falsches gesagt?
Okay. Dieses Kind ist wirklich merkwürdig. Ich glaube, das war das Richtige, nicht auf die Mutter einzugehen. So, rede mit Alice. Okay, frag Todd nach neuen Anweisungen. Mache ich gleich. Ich will jetzt in die Kiste reingucken. A.W. Dreschers. Alice, Wade? Ich hoffe nicht, dass sie Alice Wade heißt. No. Haben wir hier. Ein Kleeblatt. Ein vierblättriges, wohlgemerkt. Ein Bild. Soll das Todd, Alice und die Mutter sein? Okay, was ist mit der Mutter passiert? Ist sie gestorben? Oh. Eine Frau, die eine Kopfverletzung hat. Ich glaube, das soll Alice darstellen. Der Vater mit Alice. Der Vater sieht nicht gerade freundlich aus. Der Vater, der einen Androiden schlägt. Und ich glaube, der Android, sind wir. Alice weint. Alice weint noch mehr und uns fehlt ein Arm. Keine Arme, keine Kekse. Ich glaube, das war Todd. Zurücklegen. Okay. Ich glaube, Alice ist einfach nur total verstört. Haben wir hier alles? Ich hoffe schon, ich glaube schon. Okay, wir gehen mal nach unten. Obwohl ich eigentlich nicht nach unten will. Nach dem, was wir jetzt alles erfahren haben. Okay, dass Todd nicht gerade der beste Vater ist. Was machst du da? Habe ich mir schon gedacht. Ich spiele. Kann Du reden. spielst. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ja. Na? Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich Todd? auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Nicht das Ich weiß, Kind. was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Oh Gott. Sag es! Du hast mich! Oh Gott, nicht das Kind. Gott, was mache ich denn? Oh Gott, die ist Tut total verstört, die mir Kleine. leid. Tut mir leid. Kann ich das Ich Jugendamt hab dich doll, anrufen? glaub mir. Hab dich ganz doll. Oh Gott. Oh, 89% abgeschlossen. Ja, das ist doch. Das Eins fehlt uns noch, eins haben wir übersehen. Okay, doch nicht. Androiden Power lesen. Da fehlt uns noch was. Beim ersten Stock zwei Sachen. Und beim zweiten Stock fehlen uns zwei Sachen. Haben wir zwei wichtige Sachen freigeschaltet. Einmal Kara sieht eine Waffe. Und dann noch Kara entdeckt einen Weg nach unten. Okay. Naja, da bin ich mal gespannt. Alice gibt Kara den Schlüssel und Alice hat die Box geöffnet. Und ich glaube, das sind so essentielle Sachen, die zwar jetzt nicht das Ende von diesem Kapitel beeinflussen, aber vielleicht auch für den späteren Verlauf wichtig sein können. Wir machen mal weiter. Immer noch am selben Tag, ein bisschen später. Warum ist das hinten so? Ach, jetzt. Jetzt sind wir hier mit Jesse unterwegs. Ich nenne es erstmal Jesse, weil ich nicht weiß, wie er hier in dem Spiel heißt. Glaube ich. Wir heißen Marcus. Lege das Paket ab.
Das ist ein krasser Unterschied zu dem, wo wir gerade waren. Das hier ist schon ein bisschen schicker. Scheinbar leben wir mit einem Künstler zusammen, denn darum auch die Farbe. Okay. Ja, das ist nicht so wie die Vorstadt da drüben. Und wir haben ein Spiegelbild. Wo sehen wir aus? Das ist also Marcus. Wir legen das Paket ab. Bellini Paints. Und es wird gespeichert. Kümmere dich um Carl. Wecke Carl im Obergeschoss. Mach ich gleich. Ich will mich erst ein bisschen umschauen. Ja. Ist das Kunst oder kann das weg? Definitiv ist das Kunst. Oh. Aktisch. Cool. Ich will mich erstmal umschauen. Wenn der Carl schläft, kann ich hier rumlaufen. Dann schläft er halt mal 5 Minuten länger. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das ist scheinbar ein anderes Viertel. Das gehe ich jetzt mal davon aus. Kann ich hier irgendwas machen? Scheinbar nicht. So, was haben wir hier? Eine wunderschöne Galerie. Auch wenn es nicht so mein Stil ist von der Einrichtung her, finde ich es doch ziemlich, ziemlich cool. Fernseher finde ich cool. Oh. Sanctuary. Der Nordpol, wieso Russland ihn will. Tiefgefrorene Schätze. Russlands Interesse am Nordpol hat sich nach der Entdeckung von kostbaren Mineralien, die tief im Eis verborgen sind, noch verstärkt. Viele werden bei der Synthetisierung von Thorium benötigt. Die Produktion von Androiden dominiert zunehmend die Wirtschaft der USA und Russlands. Doch hier geht es nicht nur um das BIB, also Bruttoinlandsprodukt. Zusätzliche Thoriumreserven würden beiden Nationen erlauben, modernere Androidenmodelle zu testen und ihre militärische und industrielle Produktion zu steigern. Fügt man noch die strategische Bedeutung der Region hinzu, die Russland über Norwegen und Dänemark, Grönland mit Europa und Kanada verbindet, dann rücken die Aussichten auf eine friedliche Lösung des Konflikts in weiter Ferne. Aber ein Sprecher der NATO ist optimistischer. Beide Nationen profitieren von einer stabilen, produktiven Arktisregion. Ein Konflikt nützt niemandem etwas. Präsidentin Warren hat diese Auffassung kürzlich torpediert. Es ist ganz einfach. Russland hat in der Arktis nichts zu suchen. Wenn der Kreml das nicht versteht, sorgen wir dafür, dass er es versteht. Ja, klingt sehr friedfertig. Auch 2038 oder 35 gibt es immer noch die Probleme zwischen USA und Land. Silber gewinnt in 3 Zügen. Okay. Wichtige Information. Warte mal. Hat er hier. Er hat. Klar. Einfach mal eine Giraffe hier im Haus stehen. Drehen. Ui. Hat er hier einfach eine Giraffe stehen? Ich weiß es nicht. Entweder sind die schon ausgestorben und das ist das letzte. Die letzte Giraffe. So, was haben wir hier? Testen. Ja. Funktioniert noch. Abgenickt. Abgenickt von Marcus. So, was haben wir hier? Bücher. Ja, sehr interessant. Okay, komm, wir wecken mal den guten Carl auf. Die kleine Schlafmütze. Überall die Bilder. Schon alle selbst gemalt. Ah, ein Treppenlift. Na gut. Oh. Ja,
Wunderschön. Ja, als wären die Giraffe nicht genug, hat er hier auch noch ein Skelett von einem Wal oder von einem Delfin an der Decke hängen. Das Normalste der Welt. Ja, wem es gefällt, ne? Hier nochmal rum. Kann ich hier? Nee. Komisches Haus. Ein Künstler halt. Künstler sind sowieso etwas eigen. So. Ziehe die Vorhänge auf. Das machen wir doch. Sehr gern. Oh. Hallo, Carl. Guten Morgen, Carl. Ja, sag ich doch. Es ist 10 Uhr. Es ist leicht bewölkt. 12 Grad Celsius. 80% Luftfeuchtigkeit mit hoher Regenwahrscheinlichkeit am Nachmittag. Klingt nach einem guten Tag, um im Bett zu bleiben. Ich habe die bestellte Farbe abgeholt. Oh ja, ganz vergessen. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, nicht wahr, Marcus? Du vergisst nie irgendwas. Verabreiche Carl seine Medikamente? Wenn ich wüsste, wo diese Medikamente sind. Oh, hier. Sind 1-2 Stück. Zeigen Sie mir Ihren Arm bitte, Carl. Nein. Carl? Stures kleines Kind. Dankeschön. Ah. Ich bin gerade erst aufgewacht und schon wird es unangenehm. R1. Menschen sind so schwache Maschinen. Sie gehen viel zu schnell kaputt. All die Mühe, um sie zu erhalten. Hey, was ist mit dir passiert? Oh, es ist nichts. Nur ein paar Demonstranten auf der Straße, Carl. Was für ein Haufen Idioten. Glauben die wirklich, es hält den Fortschritt auf, wenn sie Androiden verprügeln? Scheinbar ja. Ich hoffe, du bist nicht verletzt. Oh nein, nein. Alles gut. Sie haben mich nur geschubst, Carl. Mir geht's gut. Geschubst. Okay. Ich bringe sie jetzt ins Badezimmer. Okay, Carl. Oh Gott. Halten, halten, halten. Halten, halten. Oh Gott. Das wird wirklich noch lustig. Zum Glück muss ich nicht laufen. Das macht Marcus Gott sei Dank von alleine. So was stelle ich doch nicht in mein Schlafzimmer. Oh, ich will nicht, dass Carl hier auf einmal auf unten im Parkett liegt. So. Ab in den Rollstuhl mit dir. Wenn ich ihn jetzt loslassen würde, würde er dann auf dem Fußboden knallen? Ich frage für einen Freund. So, Carl ist aufgewacht und bringe Carl zum Esstisch. Hat er eigentlich irgendwas Besonderes an? Ja, die Eröffnung ihrer Retrospektive im Museum für moderne Kunst. Der Direktor hat Klingt schon interessant. Angerufen und möchte wissen, ob sie kommen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Das werden wir dann später sehen. Okay. Was noch? Nur die übliche Fanpost. Ist schon beantwortet. Fanpost? Irgendwas von Leo? Leo? Nein, Carl. Soll ich ihn für Sie anrufen? Nein. Wer ist Leo? So, können wir Carl wieder mitnehmen? Okay. So, wir wissen auch schon, wo das Esszimmer ist. Da waren wir ja vorhin schon. Das ist Esszimmer? Ja, okay. Dann ist das das Esszimmer. Ja. Ihr Frühstück ist fertig. Speck und Eier, so wie Sie sie mögen. Danke, Mark. Gern geschehen. So, dann holen wir mal das Essen. Serviere das Frühstück. Wird gemacht. Wo ist das Frühstück? Im Ofen? Hier. Oh. Na, und ist mal die Tasse. So, wir nehmen das Tablett.
Und laufen damit jetzt zu Carl. So, servieren. Leckere Feigen, Ei. Speisen wie ein König. Tada! Danke, Mann. Davon wird man doch nicht satt. Fernseher. An. Das haben wir vorhin schon gelesen. Warum suchst du dir nicht was zu tun, während ich frühstücke? Klar. Okay, Karl. So, wir haben uns hier schon umgeguckt. Suche dir eine Beschäftigung. Das haben wir jetzt eigentlich alles schon gesehen, ne? Lies ein Buch. Kann ich ein Buch lesen? Ja. Shakespeare, Keats, Odin, Platon. Ach komm, wir lesen auch Shakespeare. Was liest du? Oh, Macbeth. Das haben sie mir empfohlen. Und, was meinst du? Menschliche Emotionen sind interessant. Doch ich kann nicht behaupten, dass ich sie richtig verstehe. Die Menschen verstehen sie auch nicht. Ich verstehe mich manchmal selbst nicht. Sie bestimmen unser Leben und lassen uns himmelhoch jauchzend oder aber zu Tode betrübt sein. Ein Leben ohne Emotionen ist nicht lebenswert. Nett, wir sind Android, wir haben keine Emotionen. Eines Tages werde ich nicht mehr für dich da sein können. Du musst dich selbst beschützen. Selbst entscheiden, wer du sein möchtest und werden willst. Diese Welt mag niemanden, der anders ist, Marcus. Wir sind ein Android. Lass dir von keinem sagen, wer du sein sollst. Gehen wir ins Studio. Call ins Studio, ins Stadion. So, ja, muss ich Carl auch mitnehmen, ne? Komm mit, Carl. Wir gehen ins Studio. Der hat aber das ganz schön schnell aufgegessen, ne? Hatte jemand mächtig Hunger gehabt? So, ins Studio. Wow. Okay, das ist ziemlich cool. Und das ist noch cooler. Wo waren wir stehen geblieben? Zieh das Laken weg. Bitte. So, entfernen. Warte auf Carls Anweisungen. Ja, putze das Studio. Ich will mich erst umgucken. Ist das ein Lama? Nee, es ist eine Hand. Fast das Gleiche. Ja. Ah. Sehr künstlerisch. Das soll scheinbar eine Frau darstellen. Ein Frauenkörper. Das ist wirklich so ein richtiges Studio von einem Künstler. Sehr, sehr schön. Schöne Skizzen. Ein paar Entwürfe von Zeichnungen. Die Farbe, die wir geholt haben. Na gut, wir räumen hier mal auf. So. Das erinnert mich an die Schulzeit. Da gab es auch immer diese Waschbecken. So, die Farbe wegsortieren, bitte. Sehr gut, Markus. Sehr gut. So, kann ich hier noch was wegräumen? Jo. Wie er da oben malt. Oh, das ist ein Menschenkörper. Oh, das sieht wirklich gut aus. Ich hätte zwar niemals den Platz dazu. Vielleicht an der Hauswand. Also,
Was hältst du davon, Marcus? Es gefällt mir. Ja, es hat das gewisse Etwas. Etwas für mich Undefinierbares. Ich glaube, ich mag es. Die Wahrheit ist, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Jeder Tag, der vergeht, bringt mich näher an mein Ende. Ich bin ein alter Mann, der sich an den Pinsel klammert. Ach, Carl. Carl. Aber genug von mir. Lass mal sehen, ob du Talent hast. Natürlich habe ich Talent. Versuch es mal. Was? Versuch was zu malen. Malen? Aber was soll ich malen? Einfach irgendwas. Versuch's einfach. Das ist zu viel für Androiden, oder? Okay. Finde ein Motiv zu malen. Tischstatue. Karls Bild malen. Das wäre nur was Abgekupfertes. Wir malen den Tisch. Ich glaube, wir werden einfach nur alles 1:1 wiedergeben, das Bild. Wunderschön. Eine perfekte Kopie der Realität. Mhm. Doch beim Malen geht es nicht um das Kopieren der Welt. Es geht um Interpretation, Verbesserungen, deine eigenen Sichtweisen. Karl, ich glaube, das kann ich nicht. Das steht nicht in meinem Programm. Na los, mach schon. Geh an die Leinwand. Okay. Ein neuer Versuch. Tu mir einen Gefallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Vertrau mir. Okay, wir schließen die Augen. Stell dir etwas vor, das nicht existiert. Etwas Unbekanntes. Ein Einhorn. Jetzt konzentrier dich auf das, was du jetzt fühlst. Unsere LED leuchtet. Führe deine Hand unbefangen über die Leinwand. Wir verarbeiten irgendwas. Und was machen wir jetzt? Androiden-Menschheit, Identität. Wir sind ein Gefangener. Zärtlichkeiten austauschen mit dem Controller. Das sieht gut aus. Hallo? Hey Dad. Leo. Das ist also Leo. Hab dich nicht kommen hören. Ah, ich war in der Gegend. Dachte, ich schau mal rein. Wohl noch Zeit, nicht? Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus. Oh ja, ja, alles klar. Hör mal, ich brauch Kohle, Dad. Was auch sonst? Schon wieder? Was ist denn mit dem Geld von neulich passiert? Naja, es ist halt weg, weißt du? Ja. Ja, du bist wieder drauf, nicht wahr? Nein, das ist echt nicht. Natürlich ja, nicht. An, was macht das für einen Unterschied? Ich brauche Geld, das ist alles. Tut mir leid. Die Antwort ist nein. Was? Warum? Du weißt warum. Ja, ich weiß warum. Dir liegt mehr an deinem Plastikspielzeug als an deinem Sohn, hä? Kann ich verstehen. Was macht ihn besser als mich? Ist er klüger? Oder folgsamer? Nicht so wie ich, hä? Aber weißt du was? Das Ding ist nicht dein Sohn. Nur eine Scheißmaschine! Du bist auch kein guter Sohn. Es reicht! Dir liegt nur was an dir selbst und deinen Scheißbildern.
Du hast nie jemanden geliebt. Du hast mich nie geliebt, Dad. Uns liebt er. Du hast mich nie geliebt. Ja, guck dich doch mal an. Du bist ein Psycho. Ach, Carl.